Hallo zum fünften Teil der angewandten Röhrentechnik. Heute geht es um mein Experimentierboard, das ich in den IOL geschickt habe, weil es in einigen Punkten zu unzureichend war. Ich habe ein neues gebaut, nämlich dieses hier. Über das Wie wird dieses Video Auskunft geben. Das Board ist geplant für ursprünglich ein anderes Projekt, welches als nächstes Video erscheinen wird. Aufgrund der langen Wartezeit für die Platte habe ich das Konzept geändert. Ich weise auch während des Videos darauf hin. Und zu dem Thema gibt es auch einen Vorgucker. Wer jetzt mit dem Begriff Vorgucker was anfangen kann, mit dem habe ich eine schlechte Nachricht. Nämlich, du bist mindestens genauso alt wie ich. Aber das war das Gag am Rande. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Das Board ist, also Experimentierboard, ist ausgelegt für Testschaltungen, die verlötet werden, was natürlich bessere elektrische Stabilität bietet als die Steckverbindungen. Nachteil ist natürlich, es dauert etwas länger, aber ich denke mal, die elektrisch stabileren Verbindungen sind es wert, weil natürlich bei dem Breadboards das Problem besteht, dass natürlich die fliegenden Kabel immer so ein bisschen instabil sind. Naja. Wie gesagt, das Board kann beliebig modifiziert werden. Das hier ist nur ein Vorschlag, wie es machbar wäre. Es ist im Prinzip kein Muss. Jeder kann machen, was er will. Also als Freestyle gestalten. Ich habe auch ein bisschen Resteverwertung gemacht. Insofern kann man das auch relativ günstig machen. Jo, gibt eigentlich sonst nicht viel zu sagen, außer viel Spaß beim Video. Und wie gesagt, das nächste Video entsteht jetzt, oder ist schon entstanden, weil ich habe es parallel produziert und es wird vielleicht noch 2 Wochen dauern, bis es veröffentlicht wird, weil es wird diesmal etwas komplexer. Und bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Montagmorgen, 4.20 Uhr, es ist der 12.06. Aufgrund der etwas längeren Wartezeit, jetzt sind schon Bauteile am zukünftigen Video und ein kleiner Vorgucker auf das nächste Video. Das wurde parallel produziert aufgrund der Wartezeit. Im nächsten Video geht es unter anderem um eine EZ81, zweimal EL84, zweimal EABC80 und zweimal EM800. Was könnte das wohl werden? Man darf gespannt sein. So, ist der 1.6., 20.43 Uhr. Das Projekt startet. Das hier ist, wie gesagt, mein alter, ich sage es mal, Experimentierkasten. Der schon vorgestellte Grobaufbau mit den Fassungen und den diversen Buchsen plus die Verbindungskabel zu den Steckfeldern. Das Ganze funktioniert natürlich relativ gut. Mit einer kleinen Ausnahme, dass natürlich durch die langen Kabel natürlich die Röhren zu Schwingungen neigen, beziehungsweise die Schaltungen, was es natürlich ein bisschen komplizierter macht. Ich habe mir vorgestellt, ein neues Konstrukt zu bauen. Zum einen mit mehr Röhrenfassungen, eventuell 6 bis 8. Vielleicht auch mit 2 Oktalfassungen, die besser versetzbar sind, um zum Beispiel auch magische Bänder bzw. magische Balken besser anzeigen zu können. Das Problem war ja bekannt, wie die Anzeige, die Stereoanzeige für die NF-Bänder gemacht wurde. Das war das zweite Video, dass halt die EM800 natürlich ein bisschen mit Versatz gefilmt wurde, weil halt einfach die Sockel in diesen Fassungen nicht richtig drehbar sind. Das alles sollte jetzt geändert werden. Und ich mache mir jetzt mal ein bisschen Gedanken
Und das ganze Projekt wird jetzt filmisch verfolgt. Es wird nichts Spektakuläres, aber es wird hilfreich, sagen wir es mal so. Auf ein Netzteil verzichte ich direkt im Konstrukt, weil es sind genug Netzteile im Haus. Es macht für mich wenig Sinn, hier nochmal einen extra Transformator einzubauen. Der nimmt nur Gewicht weg und ist irgendwie unnötig, weil es gibt genug Netzteile hier, auch regelbare und stabilisierbare. Insofern ist es für mich, wie gesagt, ein bisschen unnötig. Wer das eventuell nachbauen sollte, muss diese Entscheidung für sich treffen. Es gibt von mir ein Video für ein stabilisiertes Netzteil und ein Video für ein unstabilisiertes Netzteil. Die könnten theoretisch mit integriert werden. Insofern schauen wir jetzt mal, was weiter passiert. 3.55 Uhr am 2.6. nachts. Ich habe jetzt die Bauteilkisten durchkramt, was noch da ist, und habe Komponenten gefunden, die passend sind, wie meine berühmten Epoxidplatten, die diversen Buchsen, also 4 mm Buchsen, übrigens dieselben, die ich auch hier im Netzteil benutzt habe, sowie einige RCA-Durchführungen und Putties. Ach, Ferrite, Röhrenfassung, also das ist jetzt alles da. Das Ganze wird jetzt ins CAD gegossen. Ich hoffe, ich bin bis heute Nachmittag fertig, um das Ganze in Produktion zu geben. Und dann schauen wir mal gleich weiter, wie es aussieht. So, es ist 6.52 Uhr und ich bin erschreckenderweise schon fertig. Das CAD ist gerade in die Produktion gegangen und nach 5 Arbeitstagen kriege ich hoffentlich das Ergebnis. Das ist jetzt, wie gesagt, der grobe Aufbau. Man sieht die blendende Beleuchtung. Ich muss es gleich am Bildschirm zeigen. Man sieht, wie gesagt, die 2 Epoxidplatten, die notfalls auch gestapelt werden können, falls der Platz wirklich nicht ausreichen sollte. 6 Röhrenfassungen, Novalfassungen. Die sind so weit versetzbar, dass jetzt eigentlich alle Richtungen angezeigt werden können, also sprich magische Bänder oder magische Fächer, keine Ahnung was sonst, die jetzt gedreht werden können. Es ist Platz für 2 RCA-Buchsen, 2 Potentiometer oder allgemeinen Einsteckplätze für 10 mm Achse und einmal für eine 8 mm Achse, sowie die Spannungsversorgungen, positive, negative Spannung und die Heizspannung. Das Ganze sitzt, wie gesagt, auf einem Aluminium. Auf einer Aluminiumplatte 40 x 17 cm ist über Distanzen aufgebockt und sollte relativ handlich sein. Gut, dann schauen wir mal weiter, wann die Platte kommt, und dann geht es mit dem Aufbau weiter. Ganze ohne blendende Effekte. Wie gesagt, hier sind die 2 Epoxidplatten zu sehen, das ist die eine, das ist die andere, das ist eine Standardplatte, die ich fast in allen meinen Geräten benutzt habe zum freien Verdrahten. Diese habe ich auch benutzt in meinem neuen Netzteil. Wie gesagt, die Platte ist 40 x 17 cm aufgebockt über Distanzbolzen. Es gibt 4 Eingänge für die Spannungen, also 2-mal die Heizspannung, einmal die negative Spannungsversorgung, einmal die positive Spannungsversorgung. Der Minuspol wird übrigens auch an die Platte gelegt. Also es gibt eine umlaufende Masse. Entsprechend auch eine Verbindung zur Platte, zur Masse.
die besagten 6 Snowball-Fassungen. Diese sind drehbar, sodass halt auch magische Bänder und magische Fächer, wie gesagt, vernünftig positioniert werden können, dass man sie filmen kann. Nicht so wie dem Drama mit dem zweiten Teil der Aussteuerungsanzeigen, dass man irgendwie mit 3 Händen und 4 Spiegeln irgendwie filmen muss. Dann gibt es, wie gesagt, 2 RCA-Buchsen als Eingang und insgesamt 3 Möglichkeiten noch für Bauteile zu positionieren. Zweimal eine 10 mm Achse für Putties und einmal eine 8 mm Achse. Das sollte eigentlich für die meisten Anwendungsfälle dann ausreichend sein. Und falls, wie gesagt, der Bestückungsplatz für die Platinen nicht ausreicht, können diese Platinen aufgebockt werden, also sprich über eine 2. Ebene. Die Röhren können optional auch mit einer Fassung versehen werden, die abgeschirmt werden kann. Und ansonsten gibt es eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes zu berichten. Sobald die Platte da ist, sollte in 5 Arbeitstagen kommen, geht's weiter. Und ich verschwinde jetzt ins Wochenende. Also bis dann. Mittwochmorgen 4.52 Uhr und wir warten nicht aufs Christkind, sondern auf die Aluminiumplatte. Und inzwischen habe ich ein bisschen was vorbereitet, nämlich die mechanischen Bauteile. Unter anderem wird benötigt ein Umlaufschutz. Das ist dieser hier. Den gibt es als Meterware zu kaufen. Diese Aluminiumplatten sind zwar entgratet, aber trotzdem sind die Ecken noch ein bisschen scharfkantig. Und es empfiehlt sich bei Platten, die man berührt oder berühren kann, einen Umlaufschutz zu benutzen. Der kostet ein paar Euro und gibt es als 10 Meter Ware. Der ist beliebig schneidbar, also ist eigentlich kein wirklicher Verlust. Wir brauchen natürlich die diversen Buchsen für die Spannungsversorgung und die Heizspannung sowie die 2 isolierten RCA-Buchsen. Natürlich die Epoxidplatten. Die 6 Novalfassungen. Ich habe eine Keramikfassung gewählt aus mechanischen Gründen und noch ein bisschen aus optischen Gründen, weil sie sehen halt etwas besser aus oder wesentlich besser aus als das Kunststoffgelump. Und dann kommt meine Spezialität, nämlich Distanzen. Das sind die Füße. Die bestehen, wie gesagt, von der Platte aus einer Senkkopfschraube M4, Unterlegscheibe, Sprengscheibe, die Distanz und eine Hutmutter. Das Ganze 6-mal für die 6 verschiedenen Füße. Die Epoxidplatten sind ebenfalls ähnlich aufgebaut. Es gibt, kommt Fokus. Von unten gesehen zuerst eine 16 mm M3 Schraube, Unterlegscheibe, dann kommt hier die Aluminiumplatte, dann wieder eine Unterlegscheibe, die Sprengscheibe, eine 5 mm Distanz, um die Platte auf Distanz zu halten. Dann kommt wieder eine Unterlegscheibe, dann kommt die eigentliche Epoxidplatte, wieder eine Unterlegscheibe, dann kommt eine 15 mm Distanz, Unterlegscheibe, eine Kabelverbindung für die umlaufende Masse und das Ganze wird wieder über eine Unterlegscheibe, Sprengscheibe und Mutter dann entsprechend fixiert. Und ich beginne jetzt mit dem Zusammenbau der Füße. Anschließend werden die Fassungen schon vorkonfiguriert, also die Kabelverbindungen. So sehen die montierten Distanzen aus. Also nochmal Senkkopfschraube, Scheibe, Sprengscheibe, Distanz und Hutmutter. Auf
Auf der anderen Seite sprechen dasselbe. Also hier ist, wie gesagt, das Geschraubschiss, jetzt hier die Platte. Na, hier ist dann die Platte und hier ist dann entsprechend die Distanz. Das ist ein Konzept, das sich in all den Jahren in meinen Gehäusen eigentlich bewährt hat. Die Fassungen werden jetzt vorbereitet. Ich nehme 4 Fassungen in üblicher Konfiguration. Also die Heizung ist auf Pin 4 und 5 und 2 Fassungen in der ECC-Konfiguration. Also Pin 4 und 5 zusammengeschaltet und der zweite Heizpin ist Pin Nummer 9. Passend für ECC 81, 82, 83, 84. Als Kabel nutze ich die alten Kabel aus meinem alten Experimentierbad sowie passend zugeschnittene Schrumpfschläuche. Und später, wenn die Fassung eingebaut ist, werden auch entsprechend dann Ferritkerne eingesetzt. Das war gerade ein Kommentar von der Stadtreinigung. So, es ist 6.31 Uhr am Morgen und die erste Fassung ist fertig. Das Ganze sollte ungefähr so aussehen. Wie gesagt, die 2 Pins für die Heizung ist noch offen. Die werden erst dann verlötet, wenn die Fassung eingesteckt ist bzw. eingeschraubt ist. Ebenso die Ferritkerne kommen erst dann drauf, wenn die Fassung sitzt. Wie gesagt, es ist eine Keramikfassung. Und da komme ich später zu, während des Einbaus, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht griffbereit vorbereitet. Doch, immer diese schlecht vorbereiteten YouTube-Videos. Ich nutze zum Einbau der Fassungen sogenannte Phantome, um sicherzustellen, dass die Drähte in der Röhre im Sockel dann so verbaut sind oder verlötet sind, dass, wenn die Röhre eingesteckt ist, es keine mechanischen Probleme gibt. Also sprich, dass der Glaskorb so starke Spannung bekommt, dass die Röhre Luft zieht. Diese Phantome sind auf den Auktionsplattformen erhältlich für relativ wenig Geld. Es muss kein NOS sein wie hier. Habe ich irgendwann vor 10, 15 Jahren gekauft, keine Ahnung wo. Die gibt es auch als neue Produktion. Aber es ist wieder ganz hilfreich, um halt Röhrenfassungen zu verlöten und um sicherzustellen, dass dann keine Spannungen in der Röhre selbst auftreten, wenn später die echte Röhre eingesteckt wird. Hier sind nochmal die 6 Phantomfassungen in der Detailaufnahme. Wie gesagt, der Zahn der Zeit, was auch immer, hat dran genagt. Die sind aus einem Komplettstück gefräst. Insofern denke ich mal, dass sie aus der Drehmaschine gefallen sind. Nachbau dürfte wahrscheinlich auch relativ einfach sein. So, es ist 10.27 Uhr und die ersten 4 Fassungen
sind jetzt bestückt bzw. schon mal vorkonnektiert. Diese sind für normale Röhren, also normale Röhrenheizung auf Pin 4 und Pin 5, wie zum Beispiel die EF80, EL84 und Co. Jetzt geht es noch weiter mit den zwei verbleibenden. Die werden als ECC konfiguriert, also Heizung auf 4,5 kombiniert und Stift 9. Zum Beispiel ECC 81, 82, 83, 84. So, es ist jetzt 11.03 Uhr und 46 Sekunden. Die zweiten Fassungen sind auch fertig. Das Ganze sieht jetzt so aus, sollte so aussehen. Die sind jetzt speziell angepasst für die ECC-Serie. Und damit wären jetzt alle 6 Fassungen fertig. Und somit auch die Vorbereitung. Das sind, wie gesagt, die anderen beiden 4 Fassungen für die regulären Röhren. Die Füße, die 6 Phantome zum späteren Einbau, die mechanischen Bauteile für die Epoxidplatten, die Grenze, um die Röhrenfassungen zu montieren und zum Schluss die Buchsen für die Spannungsversorgung. Das nächste, was jetzt kommt, ist die Platte und dann geht's weiter. So, es ist Sonntagnacht, es ist der 11.06. um 3.35 Uhr. Die Platte ist natürlich nicht gekommen, so viel zum Thema, nach 5 Arbeitstagen. Ja, insofern fange ich jetzt damit an, die den Brandschutz anzubringen, also zu konfigurieren. Die Platte ist 40 x 17 cm lang. Die beiden Längsseiten werden mit 40 cm konfiguriert. Das Band ist ungefähr 11 mm breit, also sagen wir 15 mm. Das heißt, auf beiden Seiten fallen insgesamt 3 cm raus. Bei 17 cm Breite bleiben somit noch 14 cm, also ich schneide jetzt 2x 40 cm und 2x 14 mm ab. Und wenn dann die Platte irgendwann mal kommt, wird dann die Handbefestigung befestigt. Der Vorteil von diesem Randschutz ist, er ist als Meterware erhältlich und sehr gut zu schneiden. Das heißt, es ist hier relativ problemlos möglich, den Schutz auf die passende Länge abzukonfigurieren. Wobei ich jetzt hier versuche, die 14 cm nicht exakt auf 40,000 cm zu schneiden, sondern ein bisschen Spiel lasse, dass das Ganze später nicht zu stark überlappt. Und selbst wenn das Ganze jetzt 1 mm zu lang sein sollte, nachträglich kann man es immer noch mal kürzen. Das ist einfacher als was dran zu machen. Aber dieser Umlaufschutz hat sich bereits bewährt in der Vergangenheit. Und wie gesagt, diese Aluminiumplatten sind zwar entgratet, aber tendenziell doch, wie gesagt, scharfkantig. Insofern ist es sinnvoll, die paar Euro zu investieren. Und die vorbeifahrende Tram ist auch meiner Meinung. So sehen die 4 Teilstücke jetzt aus. Und schauen wir mal, wie es sich auf der Platte macht. 13.06. 13.01 Uhr. Die Grundplatte ist gerade gekommen. Das heißt, heute Abend werden die diversen Einzelteile, die hier rumliegen, schon seit längerer Zeit, dann jetzt kombiniert. Und das Ganze wird fertiggestellt.
Das ist die Platte ohne die Transportschutzverpackung. Und die Ärzteamtshandlung wird sein, nach dem Entfernen der Schutzfolie das Anbringen des Randschutzes, dass man das Ganze vernünftig anfassen kann. Es ist 19.48 Uhr und der umlaufende Kantenschutz ist jetzt montiert. Das Ganze sieht so aus. Das ist der berühmte schwarze Adler auf dem schwarzen Hintergrund. Die Platte ist, wie gesagt, 2,5 mm dick. Und im nächsten Schritt werden jetzt die Distanzbolzen zum Boden montiert, also sprich die Füße. Nämlich die hier. Das ist die nackte M4-Schraube. Die Schraube mit Unterlegscheibe. Und die Schraube mit Unterlegscheibe, Sprengscheibe. Und dort aufgeschraubt wird dann die entsprechende Distanz. Und die Distanz hat, wie schon im Video vorhin gezeigt, eine Hutmutter. Die sollte eine möglichst glatte Oberfläche bieten und einen vernünftigen Ständer. Fertig aufgebaut sieht das Ganze so aus. Das Getrampel über mir ist übrigens Frau Doktor. Das ist der Nachteil von abgehängten Decken. Ich habe Senkkopfschrauben benutzt. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Mein Grund war, ich habe noch geschätzte 2000 Stück in der Kiste liegen und ja, die müssen halt irgendwann weg. So, um die Platte jetzt umdrehen zu können, ist der nächste Schritt, die Distanzbolzen für die Epoxidplatten. Ich habe mich zusätzlich noch entschlossen, auf der Unterseite noch Metallösen für die Kabelführung mit einzubauen. Jetzt ist gerade ein Hubschrauber über mir, mal kein Notarztwagen. Das Konzept der Schrauben ist genauso wie vorhin vorgestellt. Zuerst kommt die Schraube, in diesem Fall M3, Unterlegscheibe, dann die Metallösen, dann kommt die Aluminiumplatte und auf der anderen Seite kommt dann wieder eine Unterlegscheibe, eine Sprengscheibe und die Fixierung der Schraube. So sieht die andere Seite aus. Unten kommt die Unterlegscheibe. Über der Unterlegscheibe ist eine Sprengscheibe.
Und das ganze System ist, wie gesagt, von einer 5 mm Distanz fixiert, so dass ein Stück der Schraube noch oben übersteht, um die Epoxidplatte, um dann die zweite Distanz zu fixieren. So sieht das Ganze von unten aus. Man sieht die Kabeldurchführungen. Unter den Schrauben. Und von der anderen Seite sieht das Ganze so aus. Also unterhalb der Bolzen, also der Distanzen, sieht man die Schraube, die Sprengscheibe und die Unterlegscheibe. Die entsprechenden Platten werden im übernächsten Schritt montiert. Das ist gut verschraubt schon. So sollte das später aussehen. Aber bevor es zu den Epoxidplatten kommt, müssen zuerst die Röhrenfassungen eingebaut werden. Der Grund, warum ich gerne Epoxid benutze, weil das ist sehr stabil. Und wenn die Schrauben angezogen sind, ist das Ganze fast unkaputtbar. So, es geht aber erstmal weiter mit den Röhrenfassungen. Da sich die Röhrenfassungen relativ nah an den Schrauben befinden, passt leider keine normale Unterlegscheibe. Das heißt, ich montiere jetzt die Fassung nur mit einer Sprengscheibe und entsprechenden Mutter. Auf der anderen Seite sieht das dann entsprechend so aus. Die Kabel hängen zurzeit noch frei rum, werden aber im nächsten Schritt entsprechend fixiert. Aber jetzt werden erstmal die anderen Fassungen eingebaut bzw. eingesetzt. So, die Fassungen sind auf der Platte montiert, deren 6 Stück. Tatütata. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Im Moment noch viel, viel Kabel, die noch nicht fixiert sind. Wie man sieht, ich habe versucht, die Heizungen so zu legen, dass ich sie gut verkabeln kann im nächsten Schritt, im übernächsten Schritt. Und ich habe 4 Fassungen mit der regulären Röhrenheizung auf Stift 4 und 5.
und zwei Fassungen mit der ECC-Belegung, also Heizung ist ein Pol auf Pin 4,5 verbunden und der letzte zweite Pin ist auf Pin Nummer 9, also passend für ECC 81 bis 84. Und die Kabelbäume werden jetzt auch im nächsten Schritt zur anderen Seite geführt. Als nächstes müssen die Epoxidplatten montiert werden. Die kommen jetzt auf die Bolzen. Auf die Distanzen kommen jetzt jeweils wieder eine Unterlegscheibe. So kurze Fingernägel. Das Papier ist falsch. So, und jetzt kommen die Platten drauf. Und auf die Platten kommt jetzt auch wieder eine Scheibe. So, und auf die Scheiben kommt jetzt wieder eine Distanz. Ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Und auf diese Distanzen werden später die umlaufenden Masseleitungen gelegt. Beziehungsweise wer mehr Platz benötigt. So sollte das ungefähr aussehen. Und wer mehr Platz benötigt, kann natürlich Tokopack dann auch theoretisch eine zweite Ebene aufbauen, beziehungsweise auch mal längere Distanzen nutzen. Und das Ganze wird jetzt auch auf der zweiten Seite montiert. Und das mache ich jetzt mit zwei Händen, weil das hier ist ein bisschen nervig einhändig. So, beide Platten sind jetzt montiert. Die unteren Distanzen sind 5 mm lang und die oberen Distanzen sind 15 mm lang.
alles M3-Distanzen. Ich habe ja schon von der umlaufenden Masse gesprochen. Diese wird jetzt mit Hilfe von weiteren, wie heißen die Dinger, Metallzungen belegt und auch wiederum mit einer Unterlegscheibe und einer Sprengscheibe zum Schluss mit der Mutter gesichert. Fürs Protokoll, es ist jetzt 21.41 Uhr, es ist immer noch der 13.06. So, auf alle Distanzen werden wieder Unterlegscheiben gelegt. Und auf diese Unterlegscheiben kommen die Metallzungen. Die Metallzungen werden nicht elektrisch isoliert, da die Grundplatte das 0 Volt Potenzial tragen wird. Auf die Zungen kommen dann wiederum Unterlegscheiben. Und auf die Unterlegscheiben kommen auch dann wieder Sprengscheiben. Und das Ganze wird zum Schluss mit einer Schraube entsprechend gesichert. Später werden dort die umlaufenden Masseleitungen verlötet. Aber jetzt geht es, wie schon angekündigt, weiter mit der Kabellage. Fürs Protokoll, es ist übrigens 21.53 Uhr. Jetzt kommt die Arbeit für lange Winterabende. Jetzt wird auf jedes Kabel eine Ferritperle aufgefädelt. Diese soll HF-Störungen minimieren. Die Ferritperle selbst ist elektrisch nicht leitend, da es sich hierbei um Eisenpulver, welches in eine Bauxitharz eingegossen wurde. Es ist aber sehr gut geeignet, um halt Störungen im HF-Bereich zu eliminieren. So sieht das Ganze für eine komplette Fassung aus. Und das Ganze wiederholen wir jetzt für alle 6 Stück. Uhr. Die Fassungen sind alle eingefädelt.
Jetzt werden die Kabel auf die andere Seite durchgeführt. Das ist jetzt der Moment, wo die Phantomröhren eingesteckt werden. Diese sollen verhindern, dass die Fassungen sich zu stark verformen, wenn die Kontakte verlötet werden und sie somit an der Stelle bleiben, wo es die Fassungen oder die Röhre die Fassung erwartet, sagen wir es mal so. Wie gesagt, diese Phantome sind auf den Auktionsplattformen relativ günstig zu bekommen, beziehungsweise sind auch relativ gut selbst herzustellen. So, alle Pseudoröhren stecken. Jetzt geht's los mit dem Durchfädeln der Kabel und dem Konnektieren auf den Lötleisten. Wenn die Kabel durchgeführt wurden, werden auch die Röhrenheizungen verlötet. So, wenn die Kabel durchgeführt sind, es ist wichtig zu prüfen, ob keine Kabel vertauscht wurden. Sonst ist es später schwierig, Fehler zu finden. Auf der anderen Seite sieht es auch noch immer noch chaotisch aus, weil jetzt natürlich noch nichts verlötet ist. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Es ist jetzt fast 23 Uhr. So, es ist der 14.06. um 9.58 Uhr und es geht weiter. Und hinter der Uhr ist schon mal sind die Komponenten für das nächste Video. So, ich habe mich gerade noch mal vergewissert, dass alle Kontakte richtig beschaltet sind. Also dass es keine Überlappungen und keine Kurzschlüsse gibt. Nochmal zur Erinnerung, die linken vier Röhren sind nach dem regulären Schema beschaltet. Also Kontakte 1 bis 3 und 6 bis 9. Die Heizung ist auf 4, 5. Und die beiden rechten Röhren sind nach dem ECC-Schema beschaltet. Also Kontakte 1 bis 3 und 6 bis 8. Die Heizung ist auf 4, 5. Und 9. So, und jetzt geht es weiter mit der Konnektierung der Lötleisten. Und dann schauen wir mal, was passiert. 10.42 Uhr. Und die erste Teilmenge ist verlötet. Das ist ein bisschen schwierig zu filmen, wie immer. Aber so geht es jetzt mal weiter, bis die erste Reihe komplett ist. So, es ist 12.12 Uhr. Mit kleinen Unterbrechungen sind jetzt die ersten 4, 6 Röhren verdrahtet. Und zwar auf einer Seite nur.
unten sieht das Ganze jetzt so aus. Und jetzt geht es weiter mit der anderen Seite. Und wenn das dann abgeschlossen ist, werden noch die Lötungen noch nummeriert. Und dann geht es weiter mit der Heizung. So, es ist 14.24 Uhr. Und das Ganze ist konnektiert. Mit kleinen Unterbrechungen unter Tütata. Die Röhrenfassungen sind von links unten Stift 1 gegen die Uhr nummeriert, also Stift 2, Stift 3, 4, 5 ist Heizung, 6, 7, 8, 9. Das Ganze sieht auf der anderen Seite entsprechend aus. Wenn das Fokus mitspielt. Im nächsten Schritt werden jetzt die Buchsen für die Spannungsversorgung eingebaut und dann die Heizung angeschlossen. Und dann nähern wir uns der Fertigstellung. Es ist 18.49 Uhr und jetzt im nächsten Schritt werden die Buchsen für die Spannungsversorgungen und die Heizung montiert. Dies sind reguläre 4 mm Buchsen und auf den oberen zwei Steckplätzen kommen die Heizung und die unteren beiden sind die Spannungsversorgung, also positiver Pol und das 0 Volt Potenzial. Das 0-Volt-Potenzial wird dort auf die gesamte Platte gelegt und ist überall als umlaufende Masse verfügbar. So, die Buchsen sind montiert, haben aber so ein bisschen den Nachteil, sie brauchen ein eigenes Montagewerkzeug. Gut, sei es drum. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und jetzt werden die Kabel montiert in Richtung Heizung. Donnerstag, 15.06., 11.57 Uhr. Nach einer gestrigen ungeplanten Unterbrechung geht es jetzt weiter. Und zwar mit dem Verlegen der Kabel für die Heizung. So, die erste Fassung ist verarztet. Wie gesagt, ich beginne auf der umgekehrten Seite mit den ECC-Fassungen. Also, ja, so wieder. Heizung ist Pin 4,5 zusammengelegt und der zweite Pol der Heizung ist Pin 9. So, Fassung Nummer 2
ebenfalls eine ECC-Röhre. Ist jetzt auch angeschlossen. Also ich schließe jetzt drei Fassungen parallel an eine Strippe. Die Drähte sind spezifiziert, also die Silikondrähte für 2 Ampere. Das sollte ausreichend sein für 3 Röhren. So, es ist 12.39 Uhr und der Briefträger klingelt. So, es ist 12.41 Uhr und 20 Sekunden. Die dritte Fassung ist montiert bzw. verdrahtet. Das Ganze sollte jetzt idealerweise so aussehen. Wobei die letzte Fassung wieder zu den 4 regulären gehört, die halt mit Pin 1 und Pin 4, Entschuldigung, mit Pin 4 und Pin 5 die Standardheizung ergibt. Die Kabel werden, wie gesagt, über die Kabel klemmen, wie gesagt, nach vorne geführt oder nach rechts geführt, weil die Platte ist jetzt auf dem Kopf und dann dort verlötet an die Buchsen. Aber jetzt geht es mit dem zweiten Teil weiter, weil, wie gesagt, 3 Fassungen sind immer parallel. So, es ist 13.05 Uhr, immer noch der 15.06. Und die dritte und vierte, beziehungsweise die vierte und fünfte Fassung ist jetzt auch, das Licht ist schrecklich, ist jetzt auch montiert. Das Ganze nähert sich dem Ende. Diese 2 Fassungen sind, wie gesagt, regulär. Also reguläre Heizung auf 4 und 5. Es fehlt noch die letzte Fassung. So, 13.25 Uhr. Die Fassungen sind komplett beschaltet bei den Heizungen oder mit den Heizungen. So, wie sind jetzt die Kabel einigermaßen gelegt, ein bisschen mit Schlumpfschlauch gesichert. Eins habe ich vergessen, aber naja, egal. Jetzt wird das Ganze an die 4 mm Stecker angelötet. So, die Buchsen sind auch verlötet. Somit ist jetzt die Heizung komplett angeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Spannungsversorgung sowie die RCA-Buchsen für eventuell Einspeisen von Audiosignalen und der Tüterter am Hintergrund. Und die werden jetzt als letztes montiert. Das 0 Volt Potenzial wird mit Hilfe einer Öse direkt auf die Platte gelegt. Die Öse wird gesichert wie immer mit einer Sprengscheibe, Unterlegscheibe und einer Mutter. Dasselbe wird auch mit der positiven Spannungsversorgung gemacht, nur diese wird direkt zu den 2 Epoxidplatinen auf der anderen Seite durchgeschliffen. So, fertig montiert sieht das Ganze so aus. Jetzt geht es weiter mit der positiven Spannungsversorgung. So, es ist 14.01 Uhr. Und die Spannungsversorgung ist jetzt auf der
Platinenseite konnektiert. Und diese wird jetzt auf der anderen Seite verbunden mit der Bananenbuchse zur positiven Spannungsversorgung. So, es ist vollbracht. Auch der positive Pol ist jetzt konnektiert. Somit ist das Experimentierboard fast fertig. Es fehlen nur noch die RCA-Buchsen. Und zu denen kommen wir jetzt. So, es ist 14.19 Uhr und ich bin fertig. Das ist das besagte Experimentierboard ohne die Phantomfassungen. So spielt jetzt der Fokus nicht mit. Das Board ist wie gesagt 40 x 17 cm. Hat Platz für 6 Noval-Fassungen und die besagten RCA-Buchsen sind noch nicht beschaltet. Die werden erst beschaltet bei einem Projekt, das diese benötigt. Das Projekt, das diese benötigt und das ursprünglich für dieses Board geplant war, wird jetzt im nächsten Video gezeigt. Allerdings in etwas anderer Konfiguration. Ansonsten ist Nachbau beliebig möglich, beziehungsweise mit Modifikationen, weil das Board ist jetzt schon sehr speziell für mich angepasst. Also mit meiner Arbeitsmethoden, die etwas vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich sind. Ja, was gibt es noch viel zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, das ist 2,5 mm Aluminium. Das Board ist sehr stabil. Und es wurde silikonisierter Draht benutzt, also der rote Draht. Dieser ist temperaturfest bis 150 Grad Celsius, also auch geeignet für Röhrentechnik, weil gerade im Bereich der Fassung es natürlich gerne mal warm wird. Besonders bei so speziellen Röhren wie die EL84 zum Beispiel. Über die Kabelführung kann man streiten, aber wie gesagt, da kann jeder sein eigenes Ding machen. Insofern, ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Und wir sehen uns bald im nächsten Teil. Und fertig geworden bin ich um 14 Uhr. 22. Und abschließend tue ich das Video mit den Röhren für den nächsten Teil.